Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 3. Let's wir go. Sind hier immer noch auf Gegenspionagemission. Kurt kennt die Stadt, er soll uns den Weg zeigen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die Läden an. Haupteinkaufsstraße, da gibt es bestimmt tolle Sachen zu kaufen, die ich mir nicht leisten kann. Und ich will doch nicht mit allen Leuten reden hier, oder? Ja, viel Geschäfte in den neu annektierten Provinzen. Aber deshalb muss er auch viel dorthin reisen. Auf Geschäftsreise, der arme Kerl. Ja, Crossbell ist beliebt geworden. Ja, ist ganz toll da. Ja, kann ich weiterempfehlen. Ja, der Verkehr hier in der Hauptstadt, der war ja schon schlimm genug, aber der wird jetzt noch schlimmer. Insbesondere zur Hauptverkehrszeit. Da kommen sogar die Trams dann mal 10 bis 15 Minuten zu spät. Da muss doch mal jemand was gegen tun. Wo gehen meine Steuergelder überhaupt hin? Das ist es also. Heimdalls größtes Kaufhaus. Plaza Bifrost. Wenn ich da jetzt nicht was einkaufen gehe, werde ich später bereuen. Ja, my lady, Shopping ist ja schön und gut, aber moderat bitte, in Maßen. Der Meister und Lady Luna sind ja bereits fortgegangen, um sich die Stadt anzusehen, ohne dich. Oh, dann habe ich wohl zu lange gebraucht. Ja, ich sollte Ihnen zur Entschuldigung ein paar Souvenirs kaufen. Die Dame ist leider kaufsüchtig, tut mir leid. Ja, jeden Laden besuchen. Hier gibt es eine neue Zeitung. Hey, mein Name ist Chris, freut mich, dich kennenzulernen. Heimdall ist zwar sehr voller Leute, aber das hat bedeutet, dass ich umso mehr Zeitungen verkaufen kann. Ach so, wegen des Sommerfestes und so sind hier natürlich mehr Leute. Es ist nicht lange her, dass ich aus Keldik hierher gekommen bin. Aber ich mache mich bereits großartig. Das heißt, er ist dann der Zeitungsjunge, der uns quasi die Zeitung damals in Keldik verkauft hat, mit deren Hilfe wir dann mit dem Schachrätsel wir dann Machias gefunden haben. Aus Keldik? Warte mal, ich erinnere mich doch an dieses Kind. Ha, schön, dass es ihm gut geht. Ja, die habe ich nur da dummerweise schon. Zweimal muss ich mir sie wirklich nicht kaufen. Ich habe einen Essensstand aufgemacht mit meinem Bruder. Wir haben schon ein paar gute Reviews bekommen. Also Bewertungen, genau. Möchtest du unser Essen mal probieren? Fish and Chips. Mhm. Heimdall Spezialität. Ja, wer kennt es nicht? Die berühmten Fish and Chips aus Heimdall. Natürlich kaufe ich sie. Denn er hat nur diese eine Sache im Angebot. Und sie kostet 2000. Und das heißt, ich werde sie an anderer Stelle brauchen. So. Da steht noch die Dame. Ja, viele große Geschäfte öffnen. Sie findet ja Kleist Mall ganz toll. Vor allen Dingen wegen der großartigen Preise. Ah, interessant, dass auch eine Kleist Mall in Heimdall geöffnet hat. Hm, da bin ich schon mal ein bisschen neugierig. Ja, vielleicht treffen wir da ja Hugo. Es ist ja nur einfach über die Straße rüber. Aber momentan haben wir die Zeit nicht.
Habt ihr schon gehört? Prinzessin Alfin gibt ihr gesellschaftliches Debüt dieses Jahr. Jemand wird mit ihr tanzen müssen, mit dem wunderschönen Engel. Ich frage mich, wer diese glückliche Person wohl sein wird. Oh, ihr seid aus Thors. Mir wurde schon gesagt, dass ihr auf dem Weg seid. Danke, dass du gekommen bist. Oder dass ihr gekommen seid. Thors? Hey, dein Sohn geht doch auf Thors, oder nicht? Wir sind gerade im Dienst. Also da reden wir nicht über persönliche Angelegenheiten. Officer Brighton. Hat einer von unseren Leuten den Nachnamen Brighton? Oder geht er auf die Hauptstelle? Wir benutzen alle Truppen, die uns zur Verfügung stehen, um diese Agenten zu finden, aber unglücklicherweise haben wir noch keinen Fortschritt gemacht. Wir sind euch zu großem Dank verpflichtet, dass ihr uns in dieser Angelegenheit behilflich seid. Ja, wir helfen doch gerne. Sein Sohn geht auf Thors. Warte mal, kennen wir den vielleicht? In der Regel ist es ja so, dass hier in diesem Spiel oder in japanischen Spielen gerne mal Verwandte auch dann die gleiche Haarfarbe haben. Das heißt, ja, dann eher so dunkelbraun. Naja, vielleicht geht sein Sohn ja auch auf die Hauptstelle. Fragen wir doch nochmal nach. Geht nicht. So, dann haben wir hier draußen eine Person noch, die gerade versucht abzuhauen. Achso, das ist hier der Geschäftsreisende. Und die Frau habe ich auch schon angesprochen. Ja, dann gucken wir uns mal. Wir dürfen, glaube ich, nicht über die Straße. Genau, dürfen wir nicht. Dann gucken wir uns mal hier die Boutique an. Willkommen, womit kann ich dir helfen? Wir haben ungefähr 1200 Kleidungsstücke hier. Natürlich werden hier immer neue Produkte hinzugefügt, denn unser Chef ist ja Designer und so. Mhm. Weibliche Berühmtheiten tragen diese Marke. Ich wünschte, ich könnte mich auch so schön anziehen wie die. Ja, Le Sage war ja die Boutique, die auch in Tristar war. Und als wir dann in Heimdall waren, haben wir dann auch ja mal die Hauptstelle hier kennengelernt. Ach, ist es derjenige, der ich denke, dass es ist? Lange nicht gesehen, wie ist es dir gegangen? Ja, freut mich, dich wiederzusehen. Ach, ihr kennt euch? Ich glaube, wir hatten hier so eine Strega-Schuh-Test-Quest. Ja, ich war als Schüler mal hier. Er hat bei unseren Kostümen ausgeholfen für das Akademie-Festival. Ach ja, das auch noch, genau. Akademie-Festival? Das habt ihr gemacht? Achso, ihr habt das hier gemacht? Ja, da werden Erinnerungen wach. Wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre oder so? Du hast dich so weiterentwickelt, ich hätte dich kaum wiedererkannt. Jedes Mal, wenn ich von dem aschfahlen Ritter höre, macht es mich wirklich stolz. Ach, du bist zu gütig, ich habe noch viel zu lernen. Momentan arbeite ich als Ausbilder an der Zweigstelle von Thors. Ah ja, das habe ich gehört. Die ist in Leaves, oder? Ich habe schon so viele Dinge über euch alle gehört. Ist das so? Das ist eine wirkliche Ehre. Ich bin sicher, dass eure Freunde auch auf dich stolz sein würden. Oder dass dein Freund noch stolz auf dich wäre, wenn er noch hier wäre. Ja, das glaube ich auch. Welcher Freund? Sein Freund? Ah ne, wieder die Crow-Geschichte, oder? Oh. Es scheint mir so, dass unser geliebter Lehrer immer noch ein paar Geheimnisse hat. Warte mal, du kennst doch auch Misty, oder?
Ja, sie war oft in diesem Laden, oder? Aber in letzter Zeit hatten wir keinen Kontakt. Ach, ist das so? Naja, mich freut es jedenfalls, dass ihre Show wieder auf dem Sender läuft. Sie war vor 2 Monaten mal hier. Verstehe. Wenn sie mal wieder vorbeischaut, kannst du ihr denn eine Nachricht überbringen? Ihre Schwester und ich würden gern mal ein Wörtchen mit ihr wechseln. Ja, kann ich machen. Wie kann ich dich denn erreichen? Wir sind hier gerade auf Exkursion, also melde dich bitte unter dieser Nummer. Misty, die aus dem Radio? Die kennt Ausbilder Reen auch? Scheint so. Ich höre mir ihre Show ja auch immer an. Ja, ihre Show ist ja schön und gut, aber irgendwas an ihr stimmt doch nicht. Ja, ich hätte schwören können, ich habe ihre Stimme schon mal irgendwo gehört. Vielleicht hast du sie ja irgendwo getroffen, ohne zu wissen, dass sie es war. Ja, hier gehen jetzt viele berühmte Leute einkaufen in Lesage. Und nächsten Monat wird noch eine Zweigstelle in Jurai eröffnet. Wir bereiten schon alles vor und haben deshalb viel zu tun. Lovely Flat Cap für Emma. Ach so, ja stimmt, die hat so gerne so Kappen getragen. Silbernes Haar für Gaius. Ja, nehmen wir auch mal mit. Jetzt will ich nur mal schauen, wie weit entfernt sind wir hier mit unserer Defense. Ja, um 10% könnten wir das so steigern. So, und hier ist, ach, die Sphärofabrik. Lumière. Reinfort hat einen großen Laden im Garnier-Distrikt kürzlich eröffnet. Jetzt, da sie zu unseren Wettbewerbern zählen, ach je. Wir sind ja stolz auf unsere Qualität und unsere Stammkunden, unsere Treuen. Aber mit Reinfort als Konkurrent wird es natürlich schwierig. So Slot, ja, das haben wir schon lange erledigt. Wie viel habe ich eigentlich noch zum Tauschen? Okay, ich warte aber noch mal ab. Vielleicht kriegen wir noch ein günstigeres Tauschangebot. Genau, da fehlt uns das Ummaterial. Eine, ja, Ledermappe. Oder eigentlich eine Schlüsseltasche. Und ein silbernes Maßband, wie auch immer. Okay, damit ich es nicht vergesse, werde ich jetzt mal eben Geschenke verteilen. Natürlich nicht hier, sondern hier. Ja, ein Ledertäschchen sozusagen. In Rot, Ja, ziemlich stylisch. Zumindest was Licht betrifft. Ja, freut mich zu hören. Du kannst es für deine Schlüssel für Sphero-Bike benutzen.
Ja, wenn es hässlich wäre, hätte ich es dir direkt wieder zurückgegeben, aber okay. Ich werde es benutzen. Dann die Mütze für Emma. Die können wir natürlich direkt übergeben, sobald wir sie dann sehen. So, dann bleibt nur noch Plaza Bifrost. Achso, da hinten. Die Zeitung sind wir gewesen, genau. Man kann nirgends besser einkaufen als in einem Kaufhaus. Du brauchst Lehrmaterial, oder Rosetta? Ja, aber ich will mir den Rest des Ladens natürlich auch angucken. Sie haben so viele unterschiedliche Bücher. Willst du nicht dich auch umsehen, Cocoa? Es wird bestimmt Spaß machen. Ja, auf geht's. Ich lese auch gerne. Ich zeig dir mal alle verschiedenen Bücher. Ach so. Sie hier wohnt wohl hier und sie ist zu Besuch, oder? Rosetta bekommt ziemlich gute Noten. Vielleicht sollte ich auch einen Studienführer kaufen oder ja, irgendwie ein, also irgendwas, ein Lehrmaterial. Alterna hat die größte Auswahl aller Buchläden im Land. Die letzten Bestseller sind Bücher über Prinzessin Alfin und Prinz Cedric, deren Beliebtheit steigt ja momentan. Wir haben auch eine besondere Auswahl, die ihnen gewidmet ist. Schau dich ruhig um. Was macht Proverbs? Das haben wir schon und diese Dinger haben wir auch schon. Sag mal, bist du nicht Rien Schwarzer? Wir heißen den Aschfahlen Ritter in unserem Laden willkommen. Ach, nenn mich doch nicht so. Oh, pardon. Ich wusste nicht, dass du inkognito hier bist. Wie dem auch sei, ich kann dir nur meine Dankbarkeit zeigen. Du ehrst uns damit, dass du hierher kommst. Bitte gib mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ja, ich brauche Rabatt. VIP-Behandlung in einem sehr großen oder in einem der größten Kaufhäuser. Schön für dich, Mr. Held. Kannst du aufhören, mich so zu nennen? Danke, dass ihr jetzt um Plaza Bifrost zurückgekehrt seid. Unser Kaufhaus wird schon von den Leuten in Heimdall für über 100 Jahre geliebt. Ja. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden komplett zufrieden sind. Gib uns Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Du hast uns geholfen, den Bürgerkrieg zu beenden, hast eine Invasion aus Calvert verhindert. Wir wissen die Sachen zu schätzen, die du für uns getan hast. Gib trotzdem keinen Rabatt. Naja, willkommen im Weston House. Warte mal, du bist doch. Hey, wir haben so viele Berühmtheiten hier. Ich treffe die auf meinen Schichten. Das ist, also wenn ich hier arbeiten muss, das ist ziemlich cool. Ja, so viel zum Inkognito bleiben. Kann ich nächstes Mal ein Autogramm bekommen? Ja, es ist nur normal, dass die Menschen in Heimdall sich an mich erinnern. Steinrose 96, ist das ein Wein? Ne, ein Brandy, der im Kaiserreich hergestellt wurde und auf dem ganzen Kontinent geliebt wird. Kann Sarah als Geschenk gemacht werden. Ach so, 96, natürlich nicht Jahrgang 96. Klar hatten wir ja schon das Thema, sondern 96 Volumenprozent.
Und dann brauchen wir 4 Piggies. So. Meine Apotheke gibt es nun mittlerweile schon seit 80 Jahren. Man kennt sie mittlerweile als eine der Top-Läden in Heimdall. Kann ich dich für Medizin begeistern? Du musst auf Statusveränderungen Acht geben, wenn du Monster bekämpfst. Unsere Produkte sind perfekt dafür. Nee, aber Kontaktlinsen wären doch schön. Und einen richtig schönen Energy Packy. Mein Rücken tut mir weh seit Jahresbeginn. Vielleicht sollte ich einen besseren Stuhl kaufen. Die Handelsbeziehungen mit Nordumbria sind jetzt viel stärker geworden. Sie werden... Also, ja, das Land wird jetzt ja quasi wieder neu aufgebaut. Und dafür brauchen sie jede Menge Waren. Meine Geschäfte laufen dann auch wieder sehr gut. Also ja, das Land wird wieder aufgebaut. Die Leute haben da wieder Geld, um sich Waren zu kaufen. Diese Region war einst eins der ärmsten Länder, aber hat jetzt ein starkes Comeback hingelegt. Ich bin froh, dass es Teil des Kaiserreiches ist. Juna scheint es persönlich zu nehmen. Naja, diese Person macht es ja nicht absichtlich. Aurora Barrett. Für Juna. Oh, und diese Uhr, die brauche ich auch. Zum Tauschen natürlich. Silver Chain. Ich meine, das ist was ganz Normales. Gut, nochmal wieder Geschenke. Wow, was für ein hübsches Barett. Aber warum hast du mir sowas gekauft? Ich dachte, es steht dir. Hätte ich das nicht tun sollen? Ja, ist ja schön, dass du es gemacht hast, aber... Okay. Du hast ja extra die Mühe gemacht, es mir zu schenken. Also Dankeschön, Ausbilder. Ich fühle mich gar nicht schlecht. Es hat mich tatsächlich sogar ein bisschen fröhlich gestimmt. Jetzt begreife ich, wie schwer es Alisa doch haben muss. Okay, damit haben wir Junas Bond maximiert. Dann Sarah. Können wir auch später geben, okay. Keine Ahnung, was er vorhat. Ach so, mit Tram meint er wahrscheinlich die Tram, oder? Will er bis zur Endstation fahren, um mal zu gucken, wie weit sie fährt? Also ich habe das ja in Heimdall mal gemacht, muss ich dazu sagen. Als ich persönlich mal vor vielen Jahren in Heimdall war, da habe ich dann auch die Tram benutzt bis zur Endhaltestelle, um mir einfach mal, während ich in der Tram saß, auch die Stadt anzusehen. Also man sieht natürlich nicht so viel von der Stadt, aber man bekommt trotzdem einen Eindruck von der Größe der Stadt. Und mir macht Tramfahren generell auch viel Spaß.
Kommt natürlich auch immer darauf an, wer sich sonst noch so in dieser Tram befindet. Und wenn ich Heimdall sage, meine ich natürlich, dass also die Stadt, von der Heimdall abgeguckt wurde. Ja, sie wünscht sich, dass es zu Hause auch so eine Tram gibt. Lohnt sich natürlich nur, wenn es viele Einwohner gibt im Ort, ne? Schön, dass es der Wirtschaft gut geht, aber es gab in letzter Zeit auch mehr Vorfälle. Autounfälle, Diebstähle, dann Betrug. Es ist aber wohl ganz normal, wenn man bedenkt, wie groß die Stadt ist. Diese Uniform. Seid ihr von der Zweigstelle Thors? Tut mir leid. Meine Eltern, die arbeiten in der Cafeteria, in der Hauptstelle. Oh, ich verstehe. Da war ich doch immer essen. Ja, sie haben mir auch von der guten Arbeit erzählt, was die Zweigstelle leistet. Aber es scheint ein bisschen Spannung zu geben zwischen den beiden Campus. Ja, ist es auch. Oh, tut mir leid, da habe ich wohl eine Linie überschritten. Jedenfalls, wenn ihr mal Pause machen wollt, könnt ihr euch hier gerne mal entspannen. Ich koche euch denn was Schönes. Einfach das Gleiche, was mein Vater immer gekocht hat. Und das wäre ein Septetto-Tee? Ja, Rean empfahl den das Gericht und hat dann jetzt das Rezept gelernt für irgend so einen Tee. So, dann hat er uns noch die Bäckerei in der Westerstraße empfohlen. Da werden wir sicherlich auch nochmal irgendwo hinkommen. Gut, haben wir das Koffers auch durch. Dann bleibt jetzt noch... Nee, Zeitung haben wir auch gehabt. Genau, wir sind jetzt hier tatsächlich mit dem ersten Stadtviertel durch. Und gehen dann jetzt mal zur Westerstraße. Warum nicht? Das ist die Westerstraße. Es ist eine berühmte Einkaufsmeile im westlichen Teil von Heimdall. Es hat beliebte Lokale, Läden und auch eine berühmte Bäckerei, die uns ja auch gerade empfohlen wurde. Ach, deshalb riecht das hier so gut. Ja, es scheint da drüben aus dem Laden zu kommen. Das erinnert mich ein bisschen an Morgis. Wir haben doch einen freiwilligen Auftrag bekommen von einem Bewohner hier. Ja, stimmt. Das probieren, das überprüfen wir gleich mal. Auf geht's. Es müsste eigentlich auch ein Büro der Gilde hier irgendwo sein. Ich schaue mir das sicherheitshalber mal an. Oh, hier riecht aber was lecker. Jemand kocht etwas Leckeres. Ich muss jetzt zur Arbeit, aber vielleicht mache ich da einen kurzen Abstecher. Ja, Tangram Gate ist renoviert. Die Verteidigung soll angeblich undurchdringlich sein. Aber ich glaube, sie haben es ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht denke ich auch zu viel drüber nach. Ich habe diese Angewohnheit, zu viel zu lesen in den Nachrichten. In diesen Zeiten, so wie das da ist, würde es mir auch so gehen, wenn halt die Gefahr eines Krieges besteht oder so. Man würde dann doch wirklich jeden Tag die Zeitung mehrfach lesen, um zu gucken, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, entspannt sich die Lage, wird es schlimmer. Aber ihm macht es einfach Spaß. Er empfiehlt uns den Kaffee. Sie legen sehr viel Wert auf ihre Bohnen. Wirklich lecker. Ich trinke eine Tasse jeden Tag vor der Arbeit. Das heißt, ich weiß, wovon ich rede.
Hey, heute ist doch ein schöner Tag. Ich verkaufe hier eine Waldkaffee-Mischung. Es ist eine Empfehlung des Besitzers. Möchtest du es mal ausprobieren? Nein. Den Apfel. Kaffee. Das ist einfach ein normales Getränk hier. Nein, nein, danke. Dafür habe ich kein Geld. Vor allen Dingen 1000 Mira für einen Kaffee, ja? Das sind 7,50 Euro oder 8 Euro. Oh, ich habe ja hier auf der Westerstraße noch nie gesehen. Seid ihr Touristen? Naja, schaut euch mal gut die Stadt, den Stadtplan an, sonst verläuft ihr euch noch. Die Straßen hier sind ein bisschen kompliziert. Ach ja? Oh, er ist ganz schön groß hier. Es tut mir leid, wir spielen gerade Verstecken. Kai und Matthew können wirklich schnell laufen. Deshalb muss ich aufpassen, dass sie mich nicht finden. Und deshalb stehst du hier mitten auf der Straße. Badum, badum, ich bin so nervös. Aber ich will nicht verlieren. Also muss ich mein Bestes geben. Ja, dieses Gebiet hier ist wie so ein verstecktes Juwel, also nicht so prunkvolle, aufdringliche Geschäfte, sondern mehr so kleine Perlen. Sie ist ein bisschen neidisch auf die Leute, die hier leben. Ja, dann musst du die Leute mal fragen, wie sie so schlafen können, freitagsabends und samstagsabends, wenn hier die Party tobt auf der Straße, weil die ganzen Touristen keine Rücksicht nehmen auf die Bewohner, die hier leben und einfach sich amüsieren und ja, müssen die halt mit klarkommen. Lang lebe die Dreifachverglasung. Okay, dann genießen wir noch mal ein bisschen mehr von Heimdall. Was ist denn das für eine große Brücke da drüben? Sieht aus wie ein Aquädukt. Es gibt ein neues Gesicht hinter dem Bäckereitresen. Sein Brot ist was ganz Besonderes. So als ob man ein Kopfkissen mit Mehl isst. Also von wegen der so fluffig, ne? Du musst es wirklich ausprobieren. Nimm mich beim Wort. Look at the name on the sign. Oh, yeah. Herschel. Ja, was gibt's? Steh mir nicht im Weg rum, ich arbeite. Nee, ich stehe dir nicht im Weg rum. General Store, Herschel Shop. Ich dachte, ihre Eltern wären... Was willst du denn von mir? Ich dachte, ihre Eltern... Oder war ihr Opa Museumsdirektor? Ich glaube, der Opa war das, genau. Ihre Eltern leben ja auch gar nicht mehr. Es muss eine andere bucklige Verwandtschaft sein. Ich will da jetzt gar nicht rein. Warum gehe ich hier rein? Wir kommen später nochmal wieder. Ich muss, damit ich nichts verpasse, mich draußen erstmal komplett umsehen. Hier ist eine Straßenbahnhaltestelle. Wester Street ist ziemlich kompliziert. Aber solange man, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es ganz praktisch. Okay, das habe ich alles. Schauen wir uns hier mal um. Kai ist zwar klug, aber er ist zu naiv. Ich werde so leicht nicht gefangen. Bist du Kai? Ja, du bist Kai. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr so leicht von einem Helden weglaufen könnt. Wo sind die nur? Mist, ich kann nicht mal Messio finden. Und Nia sowieso nicht. Darum.
Dann einmal hier kurz schauen. Okay. Interessant. Die Wegführung hier. Gut, dann kümmern wir uns um die grünen Objekte erstmal in der Herberge. In der Waldherberge. Oder Waldkneipe und Herberge. Der Kaffee ist hier sehr stark. Perfekt, um zu lernen. Du solltest es mal ausprobieren. Ich bin ja kein Freund von starkem Kaffee. Eher mild ist meine Wahl. Eine Kneipe. Ja, hier kann man sich doch bestimmt prima umhören. Naja, machen wir's. Sie fragten nach, ob es hier irgendwelche verdächtigen Leute gab in letzter Zeit. Nun ja, heute Morgen ist tatsächlich etwas Seltsames passiert. Nur heute Morgen? Ihr habt mir erzählt schon. Okay, okay. Ich versuche ja nichts vor euch geheim zu halten oder so. Es sind 4 Touristen hier. Sie scheinen aber nicht auf Urlaub zu sein. Wir dürfen noch nicht mal ihr Zimmer aufräumen. Und es war immer abgeschlossen. Ich weiß wirklich nicht, wie oft sie da drin waren. Also ja, er weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt im Zimmer waren oder unterwegs draußen. Ja, sie haben halt heute Morgen ihre Rechnung bezahlt und sind gegangen. Also sie haben ja bezahlt, also macht es mir nichts aus, aber... das ist wirklich verdächtig. Ja, wenn man die Lage bedenkt, könnten sie aus der Republik sein. Okay, das sollten wir mal notieren. Dann danke. Achso, du hast sicherlich auch noch was zu verkaufen, ne? Tomatencurry. Jetzt doch mal ein bisschen was tauschen. Weil ich die Mira ja, glaube ich, nicht unbedingt in jedem Laden eintauschen kann. Also das farblose Septit. Okay, jetzt habe ich alle Zimmer aufgeräumt. Bist du ein Gast? Großartig. Ich habe die Betten extra flauschig gemacht. Bitte rede mit dem Manager am Tresen. Jo, Bäckerei. Da bin ich mal gespannt, ob wir da ein bekanntes Gesicht sehen, wenn da jetzt eine neue Person hinterm Tresen ist. Oder bist du der Typ... Ja doch, ich weiß, wer du bist. Und zwar hast du doch mit deiner Partnerin eine Bäckerei gehabt. Und du wolltest dann dich weiterbilden und hast deshalb ein Angebot aus Heimdall bekommen und bist jetzt hierher gereist und... Deine Kollegin da, die war unheimlich sauer, dass du einfach weggegangen bist. So, wir haben auch was zum Probieren, wenn du was möchtest. Es ist sehr gut. Das weißt du schon mit einem Bissen. Mischi-Brot. Ja genau, Oscar, so hieß er. Willkommen in der Bäckerei Lafitte. Oh, Juna, du bist es. Oscar, was machst du denn in Heimdall? Ja, der Besitzer von Lafitte ist ein berühmter Bäcker. Deshalb wollte ich unter ihm was Neues lernen. Ich hörte, die Spannungen in Crossbill haben sich ein bisschen gelegt. Ach, du redest über... Er meint sicherlich die SSS. Es ist eine delikate Situation. Aber... sie machen das wohl... Oder es geht ihnen wohl ganz gut. Und das würde man ja auch von ihnen so erwarten. Ich verstehe.
Ach, das freut mich wirklich zu hören. Ja, schön, dass ich dich hier sehe, Jonah. Ich werde jetzt eine Weile hier sein und Brot backen. Also, komm ruhig vorbei, wenn du Zeit hast. Ich habe neue und verbesserte Backwaren, die ihr gerne mal kosten dürft. Zum Beispiel einen Kroketten-Burger. Achso, ein normaler Shop. Okay. Honig, Honig. Erinnerst du dich noch, als wir vor rund 10 Jahren in Crossbell waren? Okay, er meinte tatsächlich Schatz. Ich dachte, weil er gerade da so mit Brot am Frühstückstisch sitzt, dass er tatsächlich Honig haben möchte. Aber gut. Das Brot, was wir dort hatten, war so leicht und fluffig und genau wie dieses hier. Ach, du erinnerst dich also. Ja, es ist eine wunderbare Erinnerung. Ja, vor 10 Jahren das Brot. Wenn ich mich recht entsinne, war es unsere erste Auslandsreise. Er hat noch sein Rückfahrtticket verloren. Was für ein Problem, dann wieder nach Hause zu kommen. Aber diese Erinnerung daran möchte ich auf keinen Fall hergeben. Gut, dann machen wir Holy Flat. Ja. Achso, Apartments sind das. Mhm. Hallo, willkommen in unserem bescheidenen Heim. Ich lebe hier mit meiner Tochter Nia, die draußen gerade Verstecken spielt. Die haben nicht viel anzubieten, aber fühl dich wie zu Hause. Ja, danke, dann lege ich mich mal einen Augenblick hin. Oh, was zu lesen. Das Leben von Tomatonio, Teil 3. Mhm. A fitting end. Ah, ich liebe es, wenn ein Kapitel so heißt. Dann weiß man, dass Schluss ist. Ich lese mal so kurz durch. Ja, die Krähe wollte halt die Tomate nicht essen, aber die Krähe kennt genau die richtige Person für eine so hässliche Tomate wie Tomatonio. Dann flog die Krähe die ganze Nacht und also die Krähe hatte dann quasi die Tomate in den Krallen und dann morgens erreichten sie ein Restaurant, das einem legendären Koch gehörte. Und dieser Ort ist genau das Richtige für eine außergewöhnliche Tomate, wie du es bist. Ach so, das ist natürlich auch wieder lustig, dass die Krähe hier halt, ja, auf Englisch heißt Krähe halt Crow. Und Crow hat ja hier auch in dem Spiel einen anderen Hintergrund. Ja, seitdem die Krähe Tomatonio getroffen hat, hat sie aufgehört,
Sachen von den Feldern zu klauen. Aber der neue Lebensstil sorgte dafür, dass die Krähe geschwächt war. Deshalb tat Tomatonio die Krähe leid. Danke, Herr Krähe, du warst mir ein treuer Freund. Ja, jetzt gucken sich die Köche da diese armselige Tomate an. Die auch noch mit Blättern und Dreck beschmiert war. Wir müssen dieses hässliche Ding rausschmeißen, sagte der eine Koch. Die anderen Köche stimmten zu und wollten Tomatonio ergreifen, aber der Meisterkoch hat sie dann aufgehalten. Nein, warte kurz, sagte der Meisterkoch. Das ist keine gewöhnliche Tomate. Schauen wir doch nicht das Äußere an, sondern das Innere. Der Meisterkoch nahm Tomatonio sanft hoch und wusch ihn sorgfältig ab. Es sieht vielleicht nicht aus wie eine gute Tomate, aber ich bin sicher, das ist eine außergewöhnliche und leckere Tomate. Ich kann da ein großartiges Gericht draus herstellen. Die anderen Köche murrten ein wenig, aber der Chefkoch, der legendäre, bereitete ein Mahl vor mit der entschlossenen Tomate, die endlich ihren Traum verwirklicht bekam. Und so wurde Tomatonio wiedergeboren in einem großartigen Gericht. Die Kinder, die normalerweise keine Tomaten aßen, würden lernen, Tomaten zu lieben, nachdem sie dieses großartige Gericht gegessen haben. Und sie würden glücklich sein. Und sie würden niemals vergessen, wie lecker diese Tomate geschmeckt hat, für den Rest ihres Lebens. Ja, schön. Ein Happy End. Mir hat diese Geschichte jetzt insgesamt nichts gebracht, aber vielleicht war ich auch einfach zu ungeduldig mit ihr. Achso, hier geht's nochmal zur Westerstraße, interessant. Okay. Wo ist er denn hin? Hat er vielleicht einen Unfall? Ich glaube nicht. Entschuldigung, bist du Bernhard? Wir sind von Thor's Branch Campus. Wir haben deinen Auftrag gesehen. Ah, ihr seid die, die die Stadtverwaltung geschickt hat. Ich habe schon auf euch gewartet. Also könnt ihr das Problem lösen? Beruhig dich erstmal. Er scheint wirklich aufgeregt zu sein. Ja, es muss eine dringende Angelegenheit sein. Hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat. Wir haben einen Auftrag gelesen, dass ein Familienmitglied verloren gegangen ist. Kannst du das nochmal weiter ausführen? Ja, mein kleiner Junge ist gestern gegangen und er ist noch nicht wieder zurück. Ich habe schon die ganze Westerstraße abgesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Chucky, wo bist du hin? Dein Sohn ist eine Mörderpuppe? Ja, ich verstehe. Wir suchen sofort. Ja, aber gib uns zumindest mal ein paar Hinweise. Er spielt gerne im Wasser. Und an hohen Orten. Ist ein Tier, oder? Hohe Orte? Ja, wie zum Beispiel Straßenlaternen. Okay. Das muss ja ein hyperaktives Kind sein. Es ist kein Kind. Entweder ist es ein Vogel oder wieder eine Katze. Es sind ja eigentlich immer Katzen, aber es könnte diesmal halt auch ein Vogel sein. Wovon redest du? Chucky ist mein süßer kleiner Parakeet. Was auch immer das ist.
Warte mal. Es ist also kein Familienmitglied, sondern ein Parakeet. Ich kann gerade nicht nachschauen, was Parakeet für ein Tier ist. Entschuldige mal, wie unhöflich. Chucky ist ein ganz wichtiges Mitglied meiner Familie. Sein oranger Kopf, sein schöner türkisfarbener Körper, also sowas wie ein Papagei wird das denn wohl sein, oder? Also Parrot wäre Papagei, aber vielleicht ist Parakeet sowas ähnliches. Und seine gelben Flügel sind so wunderschön. Jedenfalls finde ihn. Ich bin krank vor Sorge. Okay, da gab es wohl ein Missverständnis. Aber nichtsdestotrotz ist er wirklich verstört wegen der Angelegenheit. Was meint ihr? Naja, wir nehmen den Auftrag an. Familie ist Familie, also helfen wir ihm. Ja, wir können ihn doch nicht so einfach im Stich lassen. Wirklich? Oh, vielen Dank. Hey, dank uns nicht zu früh. Wir haben noch keine Ahnung, wo er ist. Naja, da er ein Vogel ist, kann er einfach überall sein. Hast du diesen Parakeet aus einem, aus einer Tierhandlung? Ja, wir sind uns dort vor 3 Jahren das erste Mal begegnet. Ich bin so glücklich, seit dem Tag, an dem er mich nach Hause begleitet hat. Ich verstehe. Aus Bildarine, warum hast du das gefragt? Naja, kleinere Vögel können nicht so weit fliegen. Wenn er ihn in der Wildnis gefangen hätte, wäre es was anderes. Aber wenn er immer nur in geschlossenen Räumen war, dann ist er wohl jetzt nicht allzu weit weggeflogen. Ich verstehe. Und er ist ja erst seit gestern verschwunden. Er könnte also immer noch in Heimdall sein. Ja genau, irgendwo in Heimdall. Vielleicht ist er sogar noch auf der westlichen Seite von Heimdall. Ja, ich habe da ein gutes Gefühl. Und du sagtest, er mag Wasser und Straßenlaternen? Vielleicht suchen wir denn mal in einem Gebiet, wo es Brunnen gibt. Ich habe ein paar Ideen, wo wir da Ausschau halten könnten. Sein Name ist Chucky. Er hat einen orangen Kopf, einen grünen Körper und gelbe Flügel. Ja, das stimmt. Also danke, Leute. Viel Glück. Tja, sonst ist ja nichts. So, ich habe die Befürchtung, wenn wir jetzt zu Herschel gehen, dann startet noch wieder eine längere Konversation. Und dann haben wir noch Bracer-Gilde und ein privates Haus in der Westerstraße. Dann würde ich sagen, machen wir das private Haus nochmal jetzt. Und gehen dann nächste Folge in die Bracer-Gilde und zu Herschels. Mika, wie lange willst du denn noch danach suchen? Wenn du dich nicht beeilst, wirst du doch zu spät kommen. Ja, ich weiß doch. Okay. Was nehme ich denn jetzt mit zur Akademie? Diese Uniform. Ist sie Schülerin bei St. Astraja? Ja, sie scheint dorthin zu pendeln. Ich erkenne sie nicht wieder. Sie muss also eine neue Schülerin sein. Heute gibt es einen Bazar auf der Mädchenschule. Ich sagte ihnen, dass ich zu Hause etwas habe, was ich verkaufen möchte. Deshalb habe ich die Erlaubnis bekommen zu gehen. Ich bin so glücklich. Mutter muss mir jetzt nur noch was zu knabbern zubereiten. Ja, sie freut sich einfach, dass sie die Erlaubnis bekommen hat, mal jetzt für längere Zeit, also für ein paar Stunden,
der Schule fernbleiben zu dürfen. Und sie will die Zeit komplett auskosten. Möglichst in die Länge ziehen. Ja, ich weiß nicht, was das noch für eine Bedeutung hat, ob wir die noch irgendwo mal anderweitig treffen. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal mit dieser Folge. Und morgen gucken wir dann mal, was die hier so verkaufen bei Herschels. Bis dann. Tschüss.